dann 5,40 €. So, erstmal abkassieren. Espresso, Cappuccino, Mittagessen. Seit einigen Tagen darf Lukas im Vino Central auch an der Kasse arbeiten. Eine Herausforderung, genau nach seinem Geschmack. Man muss viel Geduld haben. Und da muss ich schnell arbeiten. Und dann geht's auch. Seit 2 Jahren gehört Lukas jetzt schon zum Serviceteam im Darmstädter Vino Central. Ein Ort, bekannt für gute Weine und leckeres Essen. Dass der 23-Jährige jetzt auch ab und zu die Kasse machen darf, ist für ihn und seinen Chef Michael ein toller Fortschritt. Also es ist ja ein ziemlich kompliziertes Kassensystem hier. Die Leute kommen, bestellen. Das machen wir so 10 Minuten am Tag, ne, weil er sich einfach so wünscht. Und das macht uns natürlich auch Spaß, einen Wunsch zu erfüllen. Ja, der Lukas bringt ja hier so viel gute Energie und Stimmung mit. Bloß nicht in einer Behindertenwerkstätte landen, das war Lukas und seiner Mutter Gudrun zum Ende der Förderschulzeit wichtig. Aber dafür musste Lukas Mutter erstmal Überzeugungsarbeit leisten. In der Schulzeit hat er viele Praktikas gemacht in verschiedenen Einrichtungen, also in verschiedenen Gastronomiebetrieben. Und dann war das irgendwie ganz klar. Ich musste wirklich auch auf dem Arbeitsamt ganz klar sagen, da hieß es, wieso machen Sie das, wieso tun Sie das Ihrem Sohn an? Und ich habe gesagt, für mich ist es klar, dass er das bestimmt kann und dass es wahrscheinlich für ihn was ganz Tolles wird. Und dann meint sie, ja, dann muss sie ja neue Verträge schreiben. Und dann habe ich gemeint, dann müssen sie eben neue Verträge schreiben. Im Vino Central beweist der Darmstädter, dass er am richtigen Ort ist. 5 Tage die Woche mit einem regulären Arbeitsvertrag. Immer fleißig und immer gut gelaunt. Ist ja schon viel Arbeit, oder? Ja. Ist das anstrengend für dich? Oder? Aber es geht schon. Geht schon? Es geht schon. Ich arbeite auch gerne. Und ja, wenn ich es schaffe, dann schaffe ich das auch. Also du stehst jeden Morgen auf und freust dich richtig auf die Arbeit. Ja, genau. Ich stehe früher auf, weil ich nicht mehr schlafen kann. Deswegen komme ich immer früher hierhin. Von Beginn an als Unterstützung dabei die Integrationsbegleiterin Christine Weber vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft. Auch für sie war Lukas Mitarbeit anfangs ein Experiment. Also man weiß am Anfang nicht, was drinsteckt in der Pralinenschachtel, in der berühmten. Also heißt, man lässt sich darauf ein, um zu schauen, wo sind die Qualitäten des Teilnehmenden, aber auch für den Betrieb was zu finden, wo tatsächlich einfach das Zusammenspiel passt. Ein Teil von Lukas Gehalt stammt übrigens aus gesetzlichen Pflichtabgaben solcher Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderung anstellen wollen oder können. So ist das Risiko für integrationswillige Unternehmer wie Lukas Chef geringer. Und das möchte ich gerne mitgeben, dass sich andere Unternehmer das auch trauen, weil es gibt tolle Programme, es wird gefördert, man kann es ausprobieren, ganz unverbindlich. Und es tut dem ganzen Unternehmen wahnsinnig gut. Also uns hat das einen riesen Push gegeben und hat es zusammengeschweißt. Mit dieser Unterstützung ist für Lukas ein Traum wahr geworden. Ein Job nicht in einer Behinderteneinrichtung, sondern mittendrin im Berufsleben.